So, hi Leute, hier ist der Felix von FM und wie ihr seht, mein Tisch steht voll mit tollen Spielsachen. Und zwar nicht ganz unbekannt, dieses Modell, aber hier in einer genialen Sonderlackierung, also eine Wahnsinnsfarbe meiner Meinung nach. Der kommt richtig, richtig gut rüber. Ein richtig schönes Modell. Könnt ihr ab jetzt, ab sofort in dieser Farbkombi bei uns im Shop bestellen oder auch natürlich über den Fachhandel beziehen, wobei ihr da höchstwahrscheinlich vorbestellen müsst, weil die nicht alle Sonderfarben im Lager haben können. Das geht nicht und ja, aber bekommt es dann auch über uns natürlich geliefert. Und dieses Modell wird eigentlich nicht mehr mit der standard günstigen Funke ausgeliefert, sondern wir liefern die eigentlich gerne jetzt mit der PL18 aus. Ihr habt immer noch die Option im Shop zu wählen, PL18 oder die normale, aber PL18 macht einfach hier mehr Sinn. Ja. Ich habe die Zusatzhydraulik, ich habe den Verstellausleger und alle diese Teile kann ich mit der alten Funke, die früher dabei war, nicht so sinnvoll ansteuern. Ich kann sie schon ansteuern, aber halt nur klack, klack. Hier habe ich halt mehr Proportionalkanäle und kann wirklich proportional Greifer drehen, proportional Greifer aufzumachen. Auch den Verstellausleger proportional. Proportional heißt stufenlos verstellbar, nicht nur zack, zack, sondern auch schön langsam, ja, einfach steuern. Was hier neu ist bei dem Kamerad, ist die Pumpe. Größer, kräftiger, größerer Motor und die Fahrmotore stärker, feinfühliger. Leiser und die Pumpe bringt einen sehr großen Vorteil mit sich und zwar, also die neue Pumpe und zwar, ich kann fast, eigentlich, ich meine, das ist viele Hydraulikfunktionen, aber ich kann mehr Funktionen, nicht fast alle, ich kann mehr Funktionen simultan betätigen. Das heißt, ich kann den Arm heben, ausfahren und die Schaufel bewegen, das geht alles gleichzeitig. Sehr schön programmiert vom Mischer her. Ich zeige euch das gleich mal, wie sich das anhört und wie das funktioniert. Also es bringt einen großen Mehrwert fürs Modell mit dieser größeren Pumpe. Ja. Die ist natürlich auch nachrüstbar für jemand, der jetzt sagt, ja, ist mir jetzt ganz wichtig, muss ich unbedingt haben, die neue Pumpe. Die kann man auch nachrüsten, aber das Modell ist ja eigentlich schon immer wirklich gut. Ja. Ja, was ist das? Auch Sonderlackierung, der FM380. Es sind ja schon immer, es gibt schon immer diesen 946er und 380er, aber wir haben jetzt auch hier eine Sonderlackierung machen lassen, speziell für uns. Und auch mal die Radversion möchte ich zeigen in dieser Sonderlackierung. Ja? Den findet ihr auch im Shop. Bei der Radversion haben wir hier vorne, hinter Getriebemotoren drin, die antreiben. Ich habe einen sehr, sehr starken Fahrantrieb. Ich habe bei der Radversion vorne ein Lenkservo drin, ja, der rechts-links dann lenkt über ein ziemlich massives Metallgetriebe innen drin. Ich habe ein LKW-Soundmodul mit drin noch, das eben das Fahrgeräusch imitiert. Ja. Beim Bagger habe ich ja normal ein Kettengeräusch, hier habe ich dann eben ein Fahrgeräusch mit drin. Also das ist der einzige übrigens, also die Radversion ist der einzige, der mit Sound ab Werk geliefert wird. Ja. Und ich habe hier vorne hydraulische Stütze mit drin. Die sind so stark, das ganze Modell vom Boden wirklich zu heben vorne und hinter auch das hydraulische Schild. Auch dieses Schild so stark, dass ich das Modell komplett vom Boden die Räder heben kann, dass er komplett in der Luft steht. Ja. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber ich will einfach mal die Kraft zeigen. Ja. Es ist ja keine Hebebühne, die irgendwie auf Stützen steht. Das sind einfach nur zusätzliche Abstützungen. Aber ihr habt hier halt hinter, seht ihr, eine Pendelachse drin und die stört natürlich, die macht natürlich Sinn beim Fahren, aber sie stört beim Baggern, beim Arbeiten. Die seitliche Stabilität ist ein bisschen eingeschränkt. Ja. Und deswegen diese Stütze vorne und auch hinter das Schild, wenn die unter sind, es gibt einfach Wahnsinnsstabilität und dann steht der Bagger wie so ein Kettenbagger richtig massiv auf dem Boden. Ja. Er kann wesentlich schneller sich bewegen wie ein Kettenbagger, er kann schöner, schneller fahren, er fährt schön proportional und
Ja, ich brauche natürlich nicht immer einen Tieflader auf dem Parcours. Ich kann mit dem auch so mal in die Gegend rumfahren, auf der Straße auf dem Parcours. Weil ein Radbagger, ja, der hat ja nicht umsonst Räder, der kann auch mal einen kleinen Weg zu einer Baustelle auch mal mit seinen Rädern bewältigen, ja, ohne da gleich irgendwie wie er hier mit Kette auf den Tieflader verladen werden muss und so weiter. Ist einfach mobiler, was das angeht, ja. Wobei Radbagger ist, sag ich mal, eher der umgangssprachlichere Ausdruck. Eigentlich wäre Mobilbagger richtig hier, ja. So, schalten wir mal den Kamerad hier ein und dann zeige ich euch mal die neue Pumpe, ja, wie die funktioniert. Verurteilt mich hier nicht, ich habe die Motorhaube einfach nur hinter drauf gelegt, ich habe sie nicht montiert. Akku zugänglich hier hinten. Vielleicht haben das auch noch nicht alle gesehen. Das sind so Rändelschrauben oben und unten. Die mache ich auf hier. Zack, zack, zack. Mache ich alle weg und dann kann ich das Heck hinter aushängen. Und da schauen wir mal, da steckt dann der Akku hinter drin. So, das darf jetzt auch keiner sehen hier. Ich lasse die Rändelschraube unter, das läuft auch so. Dann seht ihr die Deckel auf, schauen das alles ein. Große Funke dazu. Auch die einmal einschalten. Warte, bis alles hochgefahren ist. Dauert kurz. Piep, verbunden. So, jetzt schimpft noch die Pumpe. Jetzt ist die auch bereit. Jetzt läuft alles. Also ein sehr, sehr angenehmes Geräusch, gell, von dieser Pumpe. Sehr fein programmierter Mischer, schaut euch mal das an. Also ich kann das hier echt schön langsam bewegen, alles. Man kann die Pumpendrehzahl hier unten mit diesem VRC etwas erhöhen, wenn man will. Dreht man den ein bisschen weiter hoch, bedeutet, die Pumpe hat schon eine Grunddrehzahl. Und dann seht ihr mal, wie ich auch alles gleichzeitig jetzt bewegen kann. Natürlich nach wie vor Kraft ohne Ende. Am Drehkranz hat sich nichts getan. Alles gleich geblieben. Die Fahrmotoren zeige ich euch mal, wie schön vorsichtig jetzt hier gefahren werden kann. Schauen wir das an. Genial. Also es macht richtig Spaß. Die Elektronik, die Pumpe mit dieser Funke nochmal. Sag ich mal, von einem 100% tolle Modell zu einem 120% tolle Modell geworden. Richtig, richtig gut gemacht, der Hersteller hier, dieses Upgrade. Und natürlich auch von uns eine wirklich gute Idee, das Geld hier zu investieren und zu sagen, den liefern wir jetzt hier fertig programmiert mit der PL18 aus. Natürlich, wer die haben will, muss natürlich auch mehr bezahlen, das ist klar, aber. Es macht nur Sinn, ja. Auch hier mit den vielen Zusatzfunktionen, die da mit dran sind, ja. Mit dieser großen Funke, ja. Ein schönes Teil. Die bekommt ihr natürlich auch einzeln bei uns und auch über unsere Fachhandelspartner könnt ihr die natürlich beziehen. Aber in erster Linie haben wir diese Funken, um die Modelle da damit zu bestücken. Aber im Ersatzteilkatalog sind sie natürlich auch als Zubehör einzeln zu bekommen, ja. Ja, ich hoffe. Ihr findet es genauso cool wie ich und macht mir ein paar coole Kommentare dazu. Ich finde diese Farbe traumhaft.
Ich finde die neue Technik genial, die drin steckt. Ich glaube, hier haben wir ein Produkt, das in dieser Kategorie, in dieser Größe nahezu unschlagbar ist am Markt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, euch diese tolle Modelle zu zeigen. Und bis zum nächsten Mal, euer Felix. Ciao.